Hallo, guten Morgen, hallo, tschüss, ihr, nein, Quatsch. Oh, ich bin ganz runter. Ich war vorhin draußen. Und es regnet, so ist es ganz nass draußen. Es ist ganz nass draußen, meine Hose ist ganz nass, jawohl. Aber, auch mal, ich habe auch nasse Socken. Und dann habe ich da, ich wollte eigentlich eine kleine Runde machen, ja, mit dem Hund. Und dann habe ich gedacht, wer sagt einen überhaupt, dass es schlechtes Wetter gibt? Oder dass es schlechte Kleidung gibt? Also, ich muss jetzt mal die, ich mache jetzt mal kurz die Heizung an und trockne dann meine, ach, wie heißt es denn, Hose. Weil ich wollte die nachher auch wieder anziehen. Ist ja nur ein bisschen Wasser, ne? Erstens. Und zweitens, wer hat denn überhaupt das beigebracht, dass es schlechte Kleidung oder schlechtes Wetter gibt? Also, ich möchte mal sagen, ich liebe den Regen und ich liebe die Sonne. Ich liebe auch den Schnee. Ja, Sturm ist ein bisschen, da mag ich auch nicht so ganz so gerne, aber wenn es so windig ist, gehe ich auch selten, also mag ich auch nicht so rausgehen. So. Aber ich meine, hat ja einen Hund, dann kann man, sollte und kann man rausgehen. Und ja, würde ich mal gesagt haben. Wenn wir jetzt hier, wir ziehen jetzt ein bisschen um. Ich meine, ich habe ja letztens mal irgendwann erzählt, dass ich mir mal die Haare gefärbt habe oder zumindest versucht. Dieses Video habe ich auch noch gar nicht bearbeitet. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt. Es gibt. Ja, doch, die habe ich noch. Also, ich habe nämlich. Habe ich das gestern schon erzählt, ne? Ne, gestern nicht. Ach, ich habe dir auf jeden Fall schon erzählt, dass ich ja jetzt meine Festplatte, ne? Geht ja mal. Also ich habe jetzt eine neue Hose an erstmal. So. Jetzt können wir trainieren. Da kann ich schon ein bisschen rumtanzen. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Aber erstmal sollte man was essen und was trinken. Leute, ist dunkel. Also. Ich habe ja jetzt... Ich hänge euch hier mal hin, so. Ich habe meine Festplatte wieder. Und jetzt durfte ich gestern alle die Daten, die ganzen Videos von letztem Jahr, seit Mai oder so, habe ich ja mit YouTube angefangen, oder Juni, ist ja egal, auf jeden Fall alles von der Festplatte, also von der PC auf die externe Festplatte drauf gemacht, damit ich wieder an meinem PC arbeiten kann. Und ich glaube, ich denke, ich weiß jetzt, warum ich manchmal Rückmeldungen hatte, weil ich einfach zu viel da drauf habe. Und natürlich, weil ich immer alles gleichzeitig machen möchte. Ne? Ich bin immer so, dann bin ich bei Facebook, dann habe ich ein Schneidprogramm auf und dann lade ich noch ein Video hoch oder irgendwie so. Alles gleichzeitig. Und darüber habe ich auch nachgedacht. Ich meine, man kann ja auch versuchen, mal gleichzeitig zu trinken und zu essen. Also ich meine, was ich in den Mund stecken und kauen und sofort dann was... da hinterher trinken. Also das geht, es ist möglich. Ne? Aber wenn du das Glas in den Mund hast und dann trinkst, kannst du nicht sofort ein Brot reinschieben. Also es geht halt gar nicht gleichzeitig. Aber ich bin halt so, ich meine, ich bin nicht nur so, weil ich bin halt so. Ich denke mir mal so, ich muss mal die Nase putzen, die Brille. Jeko, halt mal den Mund. Ich unterhalte mich gerade. Quatsch. Ich meine, also alles möchte ich immer so richtig sofort, richtig fertig haben. So perfekt sozusagen, wie man sich das so vorstellt. Wünsche ich mir halt immer so. Ich meine, ich wollte meinen Umzug, damals, wo ich hingezogen bin, an einem Tag machen. Das hat nicht so funktioniert, Leute. Das glaubt mir. Also, ich hatte einfach noch zu viel Zeug. Jetzt überlege ich gerade, was ich überhaupt esse. Ja, das ist immer so ein Problem. Ich meine, man hat ja was jetzt im Kühlschrank. So ein Problem ist das auch nicht, aber ich glaube, ich mache es weiter, was ich mache. Ich meine, das muss ja auch weg, sonst verwirrt das ganze Zeug. So, wo ist denn das? Also das hier ist, das hier brauche ich. Und dann brauche ich ein Messer und dies hier ist auch schon nicht mehr gut. Und keine Ahnung, die sieht nicht mehr ganz so. Die ist schon faul. Kommt davon, wenn man so wenig isst. Und ich muss doch noch was da haben. So. Dann mache ich das mal zusammen hier.
Ich mache mir jetzt ein Smoothie, Allah, weiß ich nicht was. Das, was da ist. Also ich habe Banane, Kiwi, Birne und, ach, wie heißt es denn nochmal? Oh, diese Alzheimer-Demenz. Nein, Quatsch. Das redet man sich auch nur ein. Aber ich habe viel, viel in Altenheimen und sonst was gearbeitet. Und da habe ich zwischendurch auch mal mit mir geredet. Ich habe geredet für mich so, ja, das musst du noch machen. Für Frau so und so musst du das Brot noch schmieren. Und die möchte das haben oder der möchte jenes haben. Und der andere was weiß ich was. Und ja, und den musst du auch noch aus dem Bett holen oder so. Das habe ich gemacht, aber ich habe nicht mit, also ich habe nur über die Arbeit eigentlich gequatscht und nicht über irgendwas anderes. Und dann kamen auch manchmal irgendwelche Kolleginnen und heulten sich bei mir ein bisschen aus, so, oh, jetzt ist das wieder passiert und jenes wieder passiert und keine Ahnung. Und ich habe gedacht, ja, wunderbar. Also ich habe dann, ich sag mal, 2016 fing ich damit meine Dankbarkeit an. Ich habe jeden da irgendwie so Danke gesagt so und habe das alles so wertgeschätzt, was die gemacht haben. Ich glaube, die Kiwi ist nicht so gut. Die ist auch schon hinüber, glaube ich. Naja, muss man ausprobieren. Schon sehr weich. Sehr, sehr weich ist die. Naja, das sieht wirklich nicht so ganz appetitlich aus, Leute. Ich gebe es zu, ich habe eine kaputte Kiwi hier. Ach, ich lasse die lieber raus. Ich nehme nur die, ich nehme mir nur Banane, Spinat und Birne. Ich will mir jetzt hier nicht ganz den Magen verderben, denke ich mir. Aber es schmeckt ja auch so. Ich meine, die sind alle jetzt voll reif, ne? Irgendwie voll reif. Die sieht zwar gut aus, aber die ist ja auch sehr weich. Es ist ja auch sehr interessant, genauso wie die Bananen. Naja, ich darf dann mal demnächst wieder einkaufen gehen und am besten, keine Ahnung, sollte ich die Kiwi vielleicht doch noch probieren? Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig mit dem Ganzen. Naja, so viel dazu. Aber ich trinke mir das gleich, das sage ich euch, weil damit ich wieder wach werde, richtig. Also, ich bin noch ein bisschen müde und keine Ahnung, will so ganz schlafen. Und ich glaube, das Video hier wird auch ein bisschen länger sein. Ja. Tut mir auch leid, aber ich meine, hallo? Ist doch egal. Also, ich meine, wenn ihr euch das nicht angucken wollt und antun wollt, das ist mir dann auch relativ. Aber ich möchte noch sagen, ich war gestern bei Instagram live online. Also ich bin auch bei Instagram. Ich habe das, meine Profile sind hier unten ja auch verlinkt. Und naja, das ist ja auch alles viel zu viel Arbeit, wenn man jetzt jedes Mal bei YouTube noch ein extra Video, ich glaube, ich habe zu viel da drin. Ich komme jetzt nicht mit meinen, da passt jetzt hier meine, hier passt gerade nicht mehr mein Spinat rein irgendwie. Naja, vielleicht sollte ich erstmal mixen und dann das andere reinstecken. Also, macht eure Ohren jetzt zu. Ich mache es jetzt mal ein bisschen lauter hier. Oder ich mache euch aus und dann hört ihr nichts mehr. Also, ich meine, ich habe so einen tollen Kanal. Besser gesagt nicht ich, sondern erzähle ich gleich. Ich mache jetzt erstmal. So. Also, der ist auch mit mir befreundet auf Facebook. Und der macht so geil, also der ist ein Veganer und der macht so geile Videos und wirklich geile Videos, sag ich euch. Und der macht dann auch immer Smoothies zwischendurch oder irgendwas anderes und dann tanzt er dabei so, das ist echt cool. Müssen wir die Blätter mal aussortieren, welche denn hier noch so gut sind. Ja, irgendwie geht mir alles hier kaputt. Nein, ich war halt am Wochenende wieder bei meinem Schatzi und ich nehme nicht immer das. Nehme ich alle Lebensmittel immer mit, ne? Ich kann ja nicht immer jetzt so das von da mitnehmen und das von da. Also ich meine, wenn man halt getrennte Wohneinheiten hat und ein paar Kilometer auseinander ist, dann weiß ich, ne, hallo?
dann ist das so, wie wenn ich campen gehen würde. Ich nehme dann würde dann jedes Mal eine Kühltasche mitnehmen mit meinen Sachen und dann wieder zurück. Wenn ich dann wieder zurückfahre, dann noch was anderes. Und keine Ahnung, ich habe das halt, ich lasse das dann alles in meinem Kühlschrank. Also, ne? Ich lasse das immer zu Hause. Ich nehme nicht immer meine ganzen Klamotten mit. Ich meine, ich könnte ja auch alles immer mitnehmen, aber ich meine, da bräuchte ich einen Hänger, wenn ich auch noch meine ganzen, also ich meine, was mir halt so am Herzen auch in der Wohnung hier liegt, so, ja. So, wenn ich die ganzen CD-Koffer immer hin und her fahre zum Beispiel. Also ich glaube, das ist mein Auto zu klein für. Da brauche ich schon wirklich so einen, nicht nur einen Hänger, sondern, ja, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich immer noch dabei, kann jetzt, das verlinke ich euch auch nochmal, noch ein paar Bücher zu verkaufen. Und auf meinem anderen Kanal, Anja Nena, habe ich gestern auch ein paar Videos oder die letzten Tage auch ein paar Videos hochgeladen, denn ich habe vor, auf dem Kanal ein paar CDs vorzustellen. Ich meine CDs auch, die ich gerne jetzt höre in der letzten Zeit. Erstens, ich noch mache eben kurz. Ne? Sagen, ist noch nicht grün genug, aber es geht, ne? Also, ich probier das mal. Ich habe jetzt auch keine Zitrone, die Banane wird wahrscheinlich schnell grün, sag ich schon, braun werden. Und naja. So, auf jeden Fall muss ich mich eigentlich beeilen ein bisschen. Es ist ja schon halb elf. Es ist schon halb elf, Leute. Morgens, natürlich gesagt, ne? Und um 17 Uhr fängt mein Gebärdensprachkurs an. Ich rede schon wieder von euch weg so. Ich meine, hallo? Jetzt gehe ich zum Mülleimer und nehme nicht den ganzen Müll mit. Ja, gehen wir mal ein paar Mal mehr, ne? So, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich was kochen, aber ist mir egal. Ich trinke mir jetzt den Smoothie hier. Juhu, ich nehme euch mit. Das ist jetzt schon. Guck mal hier, wie spät das jetzt ist. Ach, ich meine, wie viele Minuten ich schon filme, meine ich. Ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt alles verstanden habt. Ne? So. Ich gehe mal so. So. Oh, da hat wieder einer Durst gehabt. Ich fühle mich so ausgetrocknet, Leute. Jetzt sag nicht, also. Gut. Viele von euch würden jetzt fragen, wer ist die da vorne? Ich bin es nicht, das ist meine Schwester, aber die sieht heute sowieso anders aus schon. Und die ist so schön geworden, Leute. Das gebe ich mal. Also, ich sag mal, ich war zwar selber jung und irgendwie auch irgendwann Kind, ja. Aber diese ganzen Kinder, die werden alle so eine Schönheit irgendwann. Ne? Also ich meine, wenn sie erwachsen werden und älter und so. Das ist so meine Ansicht daran. Finde ich zumindest. Ich meine, ich habe ja mir mal auf die Fahne geschrieben für die AHA-Fanwelt. Das ist meine andere Seite, mein anderer YouTube-Kanal, dass ich den Nachwuchs unterstütze. Und die meisten kleinen Schlager- und Volksmusiksängerinnen waren dann ab 7 oder 10 oder 11, 12, was weiß ich. Also die kleine Stefanie. Also die beiden Stefanies, die ich so, also die eine, die war ja auch 7. Und die sind alle so schön, also ich meine, es sind ja 10 Jahre vergangen und mehr, wo ich sie auch kennengelernt habe, ich meine die eine oder andere. Und die sind so schön geworden, Leute. Ich finde, die sind alle so schön geworden, genauso wie überhaupt, die sind alle so schön geworden. Ich sehe alles, ich meine, die waren ja vorher schon schön und süß. Oder ich meine, Kinder sind ja auch manchmal so, ich meine,
die neugeboren sind ja alle irgendwie süß, ne? Und muss man nochmal Nase putzen hier. Das ist der Schnupf, weiß ich nicht, Regenschnupf, Schnupfen. Und kaue dein Smoothie, ne? Das ist auch wichtig. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal das Ding hier trinken. Ich glaube, das dauert das zu lange, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier trinke. Und dann ist das Video zu lange erstens. Aber hier wird es auch noch demnächst ein paar Videos geben. Auch wenn ich gestern oder die letzten Tage darüber nachgedacht habe, ey, ich schmeiß alles hin. Nein, ich schmeiß nicht alles hin, sondern das war ja diese Stimmung halt in mir. Das ist alles so scheißegal. Ich glaube, das war einfach so. Das lag nicht am Wetter, das lag einfach nur an mir, weil ich, ich habe mich mit etwas beschäftigt. Also ich habe mich die letzten Tage und Wochen eigentlich mit einigen Sachen beschäftigt. Und ich finde es auch schön, dass jetzt schon so ein bisschen so wie Gedicht oder ja Gedichtzeilen so oder überhaupt Zeilen so kommen, wo ich dann denke, ja, das passt schon, aber es ist, also ich meine, es wird noch kein Lied sein, weil ich bin jetzt die ganze Zeit nur am Dichten so. Ich meine, es kommen so Gedichte so hoch, ja. Das erstmal dazu. Und ich habe mich halt mit allen möglichen Sachen nochmal befasst. Also eigentlich kann ich ganz einfach euch sagen. Ich habe mich mit der Materie, Medien, Presse, Schlagzeilen, jetzt nicht nur über Krieg oder sonstige Nachrichten, sondern auch über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen als, weiß ich nicht, als Künstler, als Sänger, als Schauspieler, als, auch so Musiker, Band, was weiß ich, als, ja, die halt so rausgehen und Konzerte machen oder Buchautoren auch. Ich meine, ich habe mich mit allen Sachen so irgendwie mit der Materie, die Menschen, die halt so in der Öffentlichkeit stehen und so PR machen. So, ich meine, das mache ich halt selber. So ein bisschen, ne? Also, das fiel mir dann auch irgendwann auf, ne? Aber ich meine, so, es gibt ja auch die Pressefreiheit. Das ist ja schön und gut, Leute. Und jeder schreibt, was er möchte und will und was er denkt. Und die Medien eher schreiben halt das, was halt Schlagzeile ist, sozusagen. Das ist das, was so ist. Genauso wie in dem Fernsehprogramm. Das wird irgendwie so hergestellt oder uns so vorgegeben, dass es halt das Gute ist daran, das sollten wir sehen, das ist sehenswert sozusagen, genauso wie die Werbung, ne? Und ich sage ja immer, die Geschmäcker sind verschieden und trotz alledem, nicht, dass mir das aufgefallen ist, das wusste ich ja schon früher, dass ich weniger alles glaube, was in den Schlagzeilen oder überhaupt in der Überschrift steht oder überhaupt alles Mögliche in Anführungsstrichen. Aber ich kann euch sagen, ich habe die Bravo und auch diese ganzen Schlagerzeitschriften, die ich hatte, also ich habe die jetzt alle letztes Jahr weggeschmissen, damals gekauft, nicht wegen der Schlagzeile oder ob da was drin stand, sondern wegen den Bildern. Ich meine, die Bilder, also die Bilder von diesen Menschen und von auch überhaupt, was alles fotografiert wird heutzutage, das ist ausschlaggebend. Und die nimmst du auch nur wahr und auf, so wie deine eigene Stimmung gerade ist. Wie deine Gefühlswelt gerade ist. Also wenn du jetzt in einer Stimmung bist, die so... und dann guckst du dir ein Bild an vom Krieg oder so. Also du guckst dir dann die schlimmsten Bilder an. Dann wird es dir natürlich, geht dann noch mehr nach unten so negativ. So, oh, scheiße. Die Welt ist so schlimm. Und wenn du dann ein Bild dir anschaust, so vielleicht wo eine Sonne drauf ist oder... spielende Kinder, ja, die strahlen und so, dann geht schon ein bisschen die Stimmung vielleicht hoch, ganz drauf an, wenn du nicht gerade so in der Sonne Trauerphase bist und denkst so, ach, scheiß drauf, das Bild ist mir auch egal. So in der Sache, in der Sicht, so. So habe ich das so, so fühle ich das. So nehme ich das sozusagen wahr und auf und denke mir das so. Und, das ist auch so wie bei Musik. Also du kannst dir ein Lied anhören und sagst so, ja, voll scheiße. Und das ist nur von deiner Stimmung ab. Hängt von der Stimmung ab, ja? Also wenn du zum Beispiel nach 3, 4 Tagen oder einer Woche dir das Lied nochmal anhörst und sagst so, ja, geil, das Lied ist doch geil. Oder
sagst du auch doch scheiße, also irgendwie, keine Ahnung, der Text passt nicht oder sonst was. Das ist halt so. So sehe ich das. Also, das ist meine Meinung. Ich meine, ich habe halt bei einer CD, ich glaube, ich habe die auch letztens mal vorgestellt. Die habe ich vorgestellt. Das ist Andrea. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Album jetzt heißt. Kann ich euch verlinken? Ich verlinke euch das, glaube ich, hier. Oder, ist egal. Auf jeden Fall habe ich das Album damals gehört, wo das rausgekommen ist. Und habe gedacht, ach du Scheiße. Ich meine, nicht nur von den Texten. Irgendwie, ich hatte so ein ach du Scheiße-Gefühl. So ein, nicht nur ach du Scheiße, sondern ah, das passt überhaupt nicht. In meiner Stimmung passte es gar nicht und überhaupt. Und nach, ich meine, das kannst du auch nach ein paar Jahren erst wieder rausholen und dann hören und sagen, ach, war geiles Album. Also geile Stimme, geile Text, geile Musik, geile was weiß ich. Und ja, so habe ich das irgendwie. Also ich meine, das Album ist wirklich geil. Also meiner Meinung nach, das ist super schön. Und es kommt von der Stimmung ab. Ich meine, das ist so wie bei meinem Lied Nur du. Die einen sagen so, oh, voll überlade, voll traurig. Und die anderen, ach, das hat eine andere Aussage oder was auch immer. Es ist halt, und das ist das Prickelnde eigentlich daran. Das liegt nur an einem selber, wie seine Stimmung ist, wie man das aufnimmt und wahrnimmt und was man daraus macht. Und das ist echt, ich finde das cool. Also das fiel mir so auf. So viel dazu. Jetzt trinke ich aber weiter das hier, damit ich auch mal zum Frühstück komme, bevor das Mittagessen kommt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen.